Ja, damit herzlich willkommen hier zum zweiten Rennwochenende bei F1 2020. Wir sind hier in Bahrain und ja, nach dem letzten erfolgreichen Rennwochenende versuchen wir nun dies fortzuführen und unsere WM-Führung ein wenig auszubauen. Unsere Startposition hilft uns dabei schon sehr. Wir haben wieder die Pole Position geholt und versuchen das jetzt auch im Rennen umzusetzen. Unsere Strategie wird eine Ein-Stop-Strategie sein. Wir werden mit den Mediums starten und werden dann auf die harten Reifen wechseln, so ungefähr nach ein Drittel des Rennens. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal auf die Startaufstellung. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Der Eismann startet aus der Pole Position und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Bottas, Verstappen, Daniel Ricciardo und Leclerc, Vettel, Perez, Albon und Lando Norris. Gasly, Stroll, Dani Quert und Sainz Ocon, Grosjean, Mick Schumacher und Kevin Magnussen. Raikkonen, Russell, Latifi und Antonio Giovinazzi starten aus der letzten Reihe. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke. Ja, und mit dieser souveränen Qualifying-Leistung gehen wir nun ins Rennen hinein. Die Ampel geht an, 5 rote Lampen sind es. Und diese gehen nun aus und wir erwischen einen sehr guten Start. Können Hamilton und Bottas erstmal hinter uns lassen. Jedoch macht Hamilton schon frühzeitig viel Druck, da er mit einfach den besseren Reifen besser wegkommt und mehr Traktion auf die Strecke bekommt. Nach der zweiten Kurve ist er schon neben uns und da können wir nicht viel machen. Es ist auch schlau genug, ihn einfach ziehen zu lassen, da unsere Strategie einfach eine andere ist, als die er verfolgt. Wir kommen auch nicht weiter ran und so ist es nach einigen Kurven die ersten drei Hamilton, wir und dann Charles Leclerc. Leclerc versucht noch ein paar Kurven lang Druck zu machen, jedoch können wir diesem Stand halten und können ein wenig Abstand aufbauen. Dies geht dann einige Runden so, wo wir konstant den Abstand nach hinten halten können, nach vorne ein wenig Boden gut machen können, jedoch kommen wir nicht vorbei. Das Ganze geht dann bis Runde Nummer 7, in der das Safety Car rauskommen muss und wir unsere Strategie ein wenig verändern werden. Wir werden auf eine 2-Stop wechseln, wir werden noch einen Softreifen dazwischen schieben und danach auf den Mediums nochmal fahren, sodass wir jetzt relativ gleiche Chancen im Feld haben und nach der Startphase von dem Safety Car nicht so weit nach hinten fallen. Der Stop ist alles in allem wieder relativ souverän und relativ gut. Mit ganzen 2,3 Sekunden Standzeit kann man relativ zufrieden sein. Und ja, wir kommen letzten Endes dann auf Platz Nummer 7 raus, hinter unserem Teamkollegen, der hier noch nicht gestoppt hat. Das heißt also, dass wir am Start momentan bessere Chancen haben mit unseren Reifen, mit den frischen, soften Reifen. Und ja, damit sind wir auch schon hier in der Startphase vom Safety Car. 2 Runden war es draußen. Und ja, wir können mit voller Power, kommen wir hier aus der letzten Kurve heraus, saugen uns an unseren Teamkollegen ran und ziehen dann kurz vorm Bremspunkt daneben und können somit knapp 3 Autos überholen. Wir setzen uns hier neben Hamilton und können aber aus der zweiten Kurve heraus beschleunigen und sind wieder vor ihm, dank unseres soften Reifen. Jetzt sind wir schon auf Platz 4, was für unsere Strategie sehr, sehr gut ist. Und keine Runde später sind wir hier an Ocon dran und können uns auf der letzten Gerade vor Start und Ziel heransaugen, können den Schwung mitnehmen, ohne DRS sowohl, aber dafür mit ERS und können uns hier vor der letzten Kurve daneben setzen und ziehen vorbei, treffen den Bremspunkt und können dann auf Start und Zielgerade gleich den Schwung mitnehmen und uns an Stroll heransaugen und ihn auch gleich noch mit überholen. Damit sind wir nach 12 Runden auf Rang 2, ist bloß noch Gasly vor uns, den wir aber dann zeitnah auch überholen sollten. Dies geschieht dann eine Runde später, gleiche Stelle. Die letzte Kurve, wir nehmen die etwas weiter, können dann besser rausbeschleunigen und dann mit in DRS und ERS, also mit voller Power wieder, können wir hier an Gasly genau auf Start und Ziel gerade vorbeiziehen. Jetzt bloß noch den Bremspunkt erwischen
Und dann ist Platz 1 sicher. Ja, jetzt heißt es bis zum nächsten Boxenstopp, bis Runde 17. Die Runden gemütlich runterfahren. Wir haben jetzt 7,4 Sekunden Vorsprung vor Hamilton und fahren jetzt hier zu unserem zweiten und letzten Boxenstopp hier im Rennen. Ja, bislang ist das Rennen dann relativ entspannt für uns und sehr gut gelaufen. Das sollte dann relativ so weitergehen für die letzten 12 Runden, die wir noch vor uns haben. Nach diesem Boxenstopp kommen wir dann auf Rang 6 raus, was aber nicht so das große Problem ist, da wir ja noch wissen, dass die anderen vor uns auch noch einen Boxenstopp machen müssen. Ebenfalls wieder hier ein guter Boxenstopp. 2 Sekunden reine Standzeit bloß, also es wird immer besser. Ja, und hier kommen wir hinter Norris raus, der aber jetzt in dieser Runde oder beziehungsweise dann auf der nächsten Start und Ziel geraten dann auch kein Problem mehr sein wird. Ja, ihn haben wir schon auf der Geraden vor Start und Ziel, können wir uns schon links neben ihn setzen. Wir können etwas später anbremsen und ziehen dann außen an ihm vorbei. Und ja, damit können wir uns hier diesen ersten Platz sichern, da alle anderen vor uns auch gleichzeitig mit ihm in der Box sind und können somit die letzten 10 Runden noch ganz gemütlich zu Ende fahren und können uns somit hier den zweiten Sieg in Folge sichern und wieder 26 Punkte. Damit kommen wir dem Fahrertitel wieder einen Schritt näher und beim Konstrukteurstitel sieht es jedoch etwas mau aus, da einfach unser Teamkollege die Punkte nicht ganz so holen kann wie wir. Ja, da würde ich sagen, sehen wir uns jetzt im nächsten Rennen wieder in Vietnam. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch gerne ein Abo. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Das kann man einfach nur als ein...